Sandro Graf, Dozent an der Fachstelle Science to Business. Welche Resultate aus der Forschung kennen Sie zum Thema Marketing ist weiblich? Gut, grundsätzlich muss man sagen, dass wir unsere Fachstelle uns nicht primär mit den verschiedenen Geschlechtern beschäftigen, sondern mit dem Verhalten der Menschen oder genau den Konsumenten. Also uns interessiert das effektive Verhalten der Konsumenten. Versteht sich das natürlich in die aktuelle Forschung, die wir betreiben, immer auch die Frage der Geschlechter irgendwo Einzug nimmt. Das heißt, wir schauen, ob es Unterschiede gibt unter den Geschlechtern. Als Beispiel haben wir aktuell sehr große Forschung, die wir machen im Bereich Zahlungsmittel. Uns interessiert, unter welchen Bedingungen Leute welche Zahlungsmittel einsetzen. Und da sehen wir natürlich auch gewisse Klischees, dass zum Beispiel Männer doch eher affin sind für neue Technologien und die eher einsetzen und vielleicht die Frauen etwas risikoscheuer sind. Wo gibt es sonst noch Berührungspunkte zum Thema Gender bei Ihrer Fachstelle? Es gibt sicher auch, also allgemein natürlich aus der Forschung, wir sehen zum Beispiel, dass Männer immer mehr und mehr auch hedonistisch konsumieren. Das heißt, etwas, das man vielleicht früher eher den Frauen zugeschrieben hat, weiß man heute, dass die Männer sich auch immer mehr selber verwirklichen wollen durch ihre Einkäufe. Was heißt es das für die Firmen und ihre Produkte? Für die Firmen heißt es sicher, dass es gilt, oder, das Verhalten der Konsumenten sehr gut zu beobachten, mal primär, und sich dann einer zweiten Stufe zu fragen, welche Unterschiede gibt es dann wirklich bei den Geschlechtern und was ist dann der Unterschied zwischen Mann und Frau beim Kauf oder auch beim Konsum des Produktes. Was würden Sie jetzt als Beispiel anführen als Unterschied? Als Unterschied würde ich anführen, sicher, dass zum Beispiel, wie ich das vorhin auch schon erwähnt habe, im Bereich der Zahlungsmittel, dass die Männer nach wie vor ein bisschen risikofreudiger sind und sich tendenziell auch besser vielleicht informieren über Fakten von neuen Technologien und eher das Risiko eingehen, dann auch eine neue Technologie einzusetzen, sagen wir, auszuprobieren. Wie sehen Sie die Zukunft? Wie wird Weiblichkeit Marketing weiter prägen? Es gibt sicher auf der einen Seite, was man sieht, oder, dass sich das Rollenverständnis der Geschlechter ändert. Das heißt, Frauen haben heute im Beruf und auch gerade in der Schweiz zunehmend im Beruf mehr Verantwortung, die sie übernehmen. Das bringt ein verändertes Rollenverständnis mit sich. Sicher ist es auch so, dass die Männer auch ein neues Rollenverständnis vor allem zu Hause zeigen. Väter heute, und da zähle ich mich mit dazu, wir wissen ziemlich viel über Windeln, was vielleicht vor 20 Jahren anders gewesen wäre. Auf der anderen Seite sieht man aber auch für die Zukunft, dass das Thema Geschlechterunterschiede auch weiter sehr, sehr komplex bleibt. Und was uns da hilft, ist, dass wir immer mehr Daten zur Verfügung haben. Das heißt, wir können das Verhalten der Menschen und spezifisch von Mann und Frau immer besser eigentlich kennenlernen und auswerten. Und das wäre vielleicht ein weiterer wichtiger Punkt für die Zukunft, dass wir das vor allem wirklich tun über alle Stufen, das heißt, was vorher, während dem Kauf und vor allem aber auch nach dem Kauf passiert.